Willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Plague Tale. Wir gehen jetzt ein bisschen Schatten fischen. Gucken, ob das schief gehen wird. Sowas von wird schief gehen. Hey, wo ist es? Da! Doch, es gibt einen Weg zurück. Ey, ich glaube. Nice, nice, nice. Werkzeug. Geil. Oh, nein, habe ich ja keine. Oh, Leder. Ein. Kuscht euch. So. War das aber alles? Nee, ich glaube, das war echt alles. So lange haltet die Fackel nicht, um da hinten rum zu spazieren. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Ich kann noch einmal kurz hochgehen und gucken, aber... Ja. Kann da halt nicht durch, kann's knicken. Nein, nein! Ich wollte doch nicht so weit zurück. Egal. Ja, naja. Alles geholt, was ich holen konnte. Was sind denn 10 Millionen Schwefel, Salpeter und sonstigen Mist? Nein. Immer die falschen Tasten. So. Gehen wir weiter. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Oh, Hühnchen. Pass auf. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh Herr! Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Ja, ist doch klar, dass die Menschen jammern. Und trauern. Oh Gott! Steinchen. Schwefel. Doch, es sieht. Oh. Jetzt ist Capito. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Reflex. Scheiße. Okay. Jetzt habe ich sie wirklich. Besser geht's einfach nicht. Mit dem Beschäftigen. Sache ist die, kann ich? Tatsächlich. Durch seinen schnelles Ableben konnten wir an diese Kiste mit Leder rankommen. Fühlt sich schön warm an, aber oh, dieser Gestank. Schattenfell. Oh, interessant. Die haben schon wieder was übersehen. Ey, wir sind einfach nur Blindfische. Bevor die Pest unkontrollierbare Ausmaße annahm, blieben Kutscher und Hirten zumeist verschont, da sie ohne es zu wissen durch den starken Geruch ihrer Ziegen, Schafe und Pferde, mit denen sie zusammenlebten, geschützt waren. Für einige von ihnen war dieser Schonfrist allerdings nur für kurze Zeit. Von kurzer Dauer. Da sie deswegen manchmal bezichtigt wurden, dem größten Bösen zu dienen, was entsprechend Bestrafungen nach sich zog. Oh Gott. Dazu braucht man nichts sagen. Ne? Verschlossen. So.
Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Okay. Ja, irgendwas. Nee. Echt gar nichts. Wir sind so voll ausgestattet. Ausgestattet. Brauchen wir aber den Mist nicht. So, okay, dann gehen wir weiter. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Oh mein Gott, ich glaube, das ist ein Kind und entweder Mutter oder Vater oder so. Oder zwei Kinder. Das ist nicht so schön. Aber danke für den Stoff. okay, hier. Nichts mehr. Rausgehen. Sie wurden alle hingerichtet. Oh mein Gott. Aber warum wurden sie hingerichtet? Er war ein guter Junge. Sein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns bleibt hier nur Chaos. Ich sollte nicht messen, aber ich bin... Er ist gnädig. Und wenn du schon dabei bist. Auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Ach, das ist die Tür vom Haus. Alle in der Hölle. Alter, den lege ich sowas von oben. Oh, Schweinchen, nein. Komm, Schweinchen. Oh, nö. Ach, wow, wow. Mag die Stadt schon nicht mehr. Der arme Bello. Aufgegangen, alle gehen drauf. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Aber wie? Aber da oben kann ich nichts machen. Haben wir kein Stöckchen oder sowas? Ich habe kein Stöckchen, um Feufeu zu machen. Hier ist auch kein Feufeu. Okay. Gibt's irgendwas, um sie abzulenken? Nee. Auch nicht. Auch nirgendwo langlaufen, hä? Jetzt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich könnte vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Ach, der. Ich hab so nach oben geguckt, niemanden gesehen. Ja, okay. Oh Gott. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Du machst das für ihn. Wieso dreht sie sich um? Komm ruhig hier ins Loch. Klar, die Viecher haben Feuer angezündet, ne? Das ergibt natürlich super viel Sinn. Das ist nicht zu sehen. Na gut. Okay. Da liegt noch Zeug. Das will ich eigentlich schon gerne haben.
Okay. Nein! Das war dumm. Das war richtig dumm. Jetzt kann ich nichts mehr machen, weil ich zu weit geworfen habe. Ja. Jetzt. Oh Mann, das war jetzt mega dumm. Ich habe die Entfernung einfach nicht bedacht und. Steine, super. Salpeter könnte ich hier. Komm, mach. Habe ich endlich ein bisschen Platz. Du kannst immer einen Eimer mitnehmen. So. So, da muss ich lang. Ey, wir haben so viele jetzt umgebracht. Ja, einfach nur ein schlechter Witz sein. Nicht hinsehen. Alt. Das klebt. Hier geht. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schrift. Ad vignem, ad lucem. Oh. Scheiße. Hätte ich mir voll gesehen. Hätte ich gesehen, dass das hier absolut keinen Sinn hat. Mist. Habe ich hier irgendwo... Stöckchen Fackelmöglichkeiten. Nein, habe ich nicht. Mann. Mist. Unsere Überlebensschockmomente haben wir verbraucht für was? Schwefel und Alkohol. Ich glaube, ich kotze ins Essen. Anstoff, ja. Okay, immer etwas Gutes. Kuscht euch. So, voll muss ich leider machen. Nein! Nicht dein Ernst. Nicht bewegen, ich mach's los und schmeiß. Ja, komm. Noch einen mehr auf die Liste zu schmeißen. Hat ja mal. Weil er auch kein. Ja. So. Töpfe überall. Ich hoffe, wir haben so viele jetzt schon kalt gemacht. Ich glaube, das ist kein Schleichspiel mehr. Okay, oh, weiter geht's. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Den Gestank wird niemand vergessen, glaub mir. So, weiter geht's. Wo sind die nächsten, die wir umbringen dürfen? In diesem kinderfreundlichen. Na bitte. Spiel. Weiter. Oh, haben wir wirklich schon so viel gepackt? Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Nein. Wollen wir ehrlich nicht. Können wir auch gar nicht. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben.
Oh, interessant. Die zu mir aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Cooler Scheiß. Okay. Nice. So. Kann ich die eigentlich alle umlegen? Nee. Ich spring nur irgendwo her. Gut, jetzt haben wir sie aber alle auf der anderen Seite gefangen genommen. Freimachen oder sie blockieren? Ah, okay, okay. Schwefel. Wir haben schon 5 Werkzeuge. Nice. Wir werden reich. Wir werden reich. Okay, Tasche braucht 4 Stück. 4 Leder brauchen wir für Tasche. Ne, 3. Geil. Können es machen, haben aber dann immer noch genug Leder. Geil, geil, geil. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Boah, 12 Leder brauchen wir dafür. Tasche können wir bald noch machen. 16, 18. Unglaublich. 18 Salpeter brauchen wir dafür. Gut, gut. Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein. Nur ein paar Münzen? Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Ich könnte ihn... Naja, das ist nicht so schwer. Hey, was zum... Das wird dich lehren. Mal gucken, was hat er dabei? Hat er ein paar Münzen dabei? Wirklich verbrannt. Ui. Er hat den wirklich angefasst? Ist das sein Ernst? Nein! Oh nö. Okay, aber das ist ein Segen. Wir brauchen unbedingt nur 3 Leder, dann ist gut. So. Oh, da ist aber nichts, ne? Ja. Dann nichts wie weg hier. Hauen wir ab. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Was eine miese Ärsche. Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Können wir hier rumspazieren?
Können wir das jetzt machen? Weil es verraten hat? Nö, ne? Nö. Oh, Leder, nice. Okay. Warum seid ihr so aufgeregt? Tja, jetzt sind sie tot. Sieh mal einer an. Doch nicht. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Schwefel und Stein. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Ah, ich muss das machen, ansonsten komme ich hier nicht raus. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Nice. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. So, wir können noch eine Möglichkeit, um Schwefel loszuwerden, geil. So. Ach, noch mehr Tote. Tote, okay, okay, okay. Die logischen. Funktioniert das? Haut ab. Es hat wirklich alle weggelockt. Nice. Verschlossen. Da hinten ist etwas. Ne? Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Aber ich komme da nicht durch. Da ist aber etwas. Man kommt aber nicht durch. Ey, ich glaube, es hakt. Okay. Ich muss das echt nochmal machen. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Schnell, schnell, schnell. Rollen die weg. Schön die Ecke da. Und da sollt ihr bleiben. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Okay. Genau so. Bleibt mal da. Oder auch nicht. So, reicht das? Ja. Ja. Okay, wie komme ich an diesen Karren am besten dran? Miesen Kröten. Ist noch Zeug. Nein! Hau ab! Hab ich mich gerade erschreckt, ey. Dorf. Oh, da ist halt noch ein bisschen Mist. Kann man sammeln? Warum nicht? Dankeschön. Den Scheiß habe ich schon. Komme ich ihn an diese Kiste schnell und gut und einfach ran. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten.
Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ich weiß, was ich hätte tun sollen. Ich bin ein Depp. Ich hätte sie locken müssen. Ah, ich weiß, was... Ah, okay, okay, okay. Das war ein dummer Fehler von mir. So. Denk nach, Amicia. Du kannst die Ratten in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Nein! Willst du mich flexen? So. So, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß es. Ab nach da. So. Bleiben die da drin. Ja. Komm. Wollen wir die Freiheit? Aber wo ist die Freiheit? Hinten. Ja, da hinten. Okay, okay. So. Runter damit. Aber. Ah. Gefunden, wie ich da hinkomme. Oh, als wäre der Ort hier nicht schon düster genug. Ja. Kommt direkt ein merkwürdiger Schädel. Hey, sieht mega gruselig aus. Stück einer Grab. Was? Stück einer Grabplastik? Okay, der Transi ist eine besondere Form der Grabplastik. Eine Art Scheingrab, ohne Überreste, der normalerweise mit einer friedlichen Runen-Siegelfigur verziert ist. Unter dieser Grabfigur kommt eine weitere realistische Darstellung des Verstorbenen und Vorschein. Die ihn eingefallen oder bereits verwesen zeigt. Auf städtische Friedhöfe, wo immer mehr Infizierte begraben werden und für die Ausbreitung des großen Bösen sorgen, werden sie immer häufiger. Verseuchte Leichen werden allerdings in Massengräbern außerhalb von Siedlungen deponiert. Die Transi selbst und heiligen Orte vorbehalten. Okay. Wir haben auch unseren Grabstein gefunden. Also Schädel gefunden. Nice. Ich hätte gedacht, den kriegen wir nicht mehr. Weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Aber naja. Gehen wir da durch. Ja. Oh nein! Das war alles äußerst diskret. Ja, diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Hallo? Ah, jetzt. Diskret und super sauber. Sauberer geht's gar nicht. So. Wie es aber jetzt weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ciao, ciao.